Und seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ja der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro. Nun hat die Industrie- und Handelskammer zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dort haben drei Unternehmer aus der regionalen Wirtschaft mit dem Geschäftsführer der IHK über Probleme und Erfahrungen mit dem Mindestlohn gesprochen. Michael Perske war vor Ort. Der Mindestlohn. Er bringe für die Unternehmen eine zu große Belastung mit sich. Die Kontrollen über die Einhaltung der Mindestlohnzahlung seien überzogen und die Nachweispflichten über die Zahlungen seien zu viel bürokratischer Aufwand. Hinzu kommen Haftungsfragen, die einigen Unternehmern Schwierigkeiten bereiten. Das Mindestlohngesetz verpflichtet uns bringt uns in die Haftung für die Mindestlöhne, die unsere Auftragnehmer und auch deren Unterauftragnehmer zu zahlen haben. Das heißt, die Unternehmen, die zum Beispiel eine Speditionsleistung beauftragen und der Spediteur wiederum einen Unterspediteur beauftragt, da werden wir als Auftraggeber verpflichtet, auch sicherzustellen, dass in der ganzen Kette der Mindestlohn gezahlt wird. Das zweite zentrale Thema auf der Pressekonferenz war die Entlohnung von Praktikanten und Aushilfen in Betrieben. Laut der Zahlen der IHK zeichnet sich folgende Entwicklung ab. 56% der Unternehmen haben in der IHK-Blitzumfrage erklärt, künftig weniger oder gar keine Praktikumsstellen anbieten zu wollen. Dies betrifft auch die Studenten, die bisher bei der NAS Magnet GmbH ihre Abschlussarbeit schreiben konnten, sowie auch die Abiturientinnen, die bei diesem Unternehmen ein 6-monatiges Praktikum im technischen Bereich absolvieren konnten. Und sehen uns jetzt vor der Situation, dass wir dieser Abiturientin einen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro bezahlen müssen. Somit liegt sie im Monatsbezug, also im Monatslohn, ungefähr 200 Euro nur unter einer Dame, die bei uns schon viele Jahre beschäftigt ist und jeden Tag 8 Stunden arbeitet. Das lässt sich für uns nicht darstellen, einerseits unseren Mitarbeiterinnen gegenüber, unseren Mitarbeiterinnen gegenüber nicht, andererseits aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Für Abiturienten, die noch keine Ausbildung mitbringen, mag die Mindestlohnfrage diskutierbar sein. Aber kann man Abiturienten mit Studenten gleichsetzen und generell eine Revision des Mindestlohns bei Praktika fordern? Meistens werden Studenten gleichwertige Aufgaben wie den Mitarbeitern übertragen, da sie fachliche Kenntnisse aus dem Studium mitbringen. Zudem arbeiten sie oft auch Vollzeit für das Unternehmen. Die IHK findet, das Thema Praktikum in den Betrieben könnte leicht gelöst werden, indem man eine Berufsorientierung für das Praktikum nachweisen muss und gleichzeitig einen Lohn vergleichbar mit dem für Auszubildende zahlt. Angenommen, die Studenten würden bei einer 40-Stunden-Woche auf einen Monatslohn eines Auszubildenden zurückgestuft werden, so erhielten sie für ihre Arbeit ungefähr einen Stundenlohn ab 2,30 Euro aufwärts. Die Lösungsvorschläge der IHK würden natürlich Entlastungen für die Wirtschaft bedeuten. Aber es stellt sich erneut die Frage, wie gerecht eine Bezahlung unter dem Mindestlohn für Praktikanten und Aushilfen wäre.